Naja, und so weiter und so weiter. Was war das? Was war das? Ja. Nein, das ist Don Giovanni und für mich ist Don Giovanni halt so ein zentrales Stück. Ich habe das gehört beim Radio. Also ja, ich habe mich gefragt, Radio. Wo haben im Sie Radio, das? Im Radio. Im Radio. Ja, ja. Mhm. Ich habe das, also das, da, ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, der heißt Omas Radio. Und Omas Radio. Omas Radio. Und es war eigentlich meine Großmutter, die so ein kleines Gartenhaus hatte und da muss das gewesen sein, da habe ich das gehört und habe dann beschlossen, dass ich das auch machen will, unbedingt. Sie sind hier aufgewacht bei der Champagner-Arie von Don Giovanni. Das kann sein, das weiß ich nicht. Die Champagner-Arie war dann eigentlich etwas später wichtig, weil es war damals, so lange her, man hatte keinen Schallplattenspieler zu Hause und man hat das immer gesucht. Wo gab es solche Ausschnitte aus überhaupt was von Don Giovanni zu hören und diese Champagner-Arie gab es relativ oft. Ja, also diese Oper hat dann eigentlich eine Menge ausgelöst. Einmal den Wunsch, Komponist zu werden, dann war da ja auch noch irgendwas mit der Handlung und das war spannend. Das war mit 10 etwas früh. Aha, Sie waren frühreif. Nein, ich kann nicht sagen, dass ich frühreif war. Das ist, aber ich denke mal, so das Gedankenspiel war relativ intensiv durch dieses Stück auch bewegt, ne? Ja, und dadurch ist eigentlich der Bezug zu Mozart eigentlich immer sehr klar gewesen. Mozart war immer der, der für mich ausgelöst hat, dass ich auch Komponist werden wollte. Und von daher habe ich eigentlich nie Angst vor ihm gehabt. Ja, ja. Sie hatten unter anderem Unterricht von Giorgi Ligeti. Ja, Giorgi Ligeti kann man nicht sagen Unterricht. Ligeti war in Hamburg. Ligeti hat dort Vorlesungen gemacht und ich bin natürlich hingegangen. Ah, das war keine... Das war kein Unterricht in dem Sinne, nein. Da war noch ein anderes Vorbild, das war nur noch nicht so sichtbar. Ich war mit 14 in einem Konzert in Berlin und da hat Henze ein Stück aufgeführt, Ariosi für Geige, Sopran und Orchester. Und das war, wie ich später erfahren habe, sein erstes Konzert mit den Berliner Philharmonikern. Das heißt, er war noch sehr jung. Hat er selbst dirigiert? Er hat selbst dirigiert. Aha. Und ich habe dann sozusagen meinen Weg bestätigt gesehen. Ich habe gesagt, da ist es doch, da musst du hin. Das genau willst du es machen. Und deshalb ist Henze dann die nächste große Bezugsperson gewesen. Und wir haben heute Abend eben auch ein Stück, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe es eigentlich an dem Tag angefangen, wo ich erfuhr, dass er gestorben war. Das Stück das ist ein Stück, was sehr schnell gemacht worden ist. Das hat aber musikalisch ein bisschen Vorbilder, die mancher vielleicht erinnern wird. Es hat mit dem Material von Orest zu tun, weil es auch inhaltlich damit zu tun hat. Denn es ist ein Stück über das sich Widersetzen. Und ich habe immer gefunden, Henze ist eigentlich ein Komponist gewesen, der das exemplarisch vorgemacht hat. Dieser Text von René Char, der über das Widersetzen geht und in dem ich mich mehr oder weniger eigentlich gefunden habe, wo ich gedacht habe, das entspricht mir ja eigentlich. Ein Widerstreber, der Henze. Im Großen und Ganzen auch. Ich denke aber, dass das ist nicht so gezielt auf etwas, kann man nicht sagen. Also das ist genauso bei mir. Ich kriege immer wieder erzählt, ich würde mich gegen die Avantgarde wenden, was ich nie getan habe. Ich habe nur eigentlich das machen wollen, was ich machen wollte. Und ich habe keine Probleme damit, dass andere was ganz anderes machen. Also ich widersetze mich eigentlich mehr den Dingen, die auf mich einfließen, als dass ich mich jetzt Personen oder Richtungen widersetze. Das ist uninteressant, weil letzten Endes muss jeder künstlerisch das tun, was er möchte und der eine arbeitet halt so und der andere so. Nur ich habe mich eigentlich versucht zu wehren dagegen, dass es geheißen hat, das sei Traditionalismus. Ich glaube nicht, dass ich damit was zu tun hätte. Aha, und irgendwo haben Sie auch gesagt, die Leute hören oder merken es nicht, aber ich bin harmoniesüchtig. Was meinen Sie damit? Ja, das ist jetzt auch keine musikalische Aussage, sondern ich bin eigentlich jemand, der sehr ungern mit Leuten Auseinandersetzungen hat.
Sie meinen an Streit oder ja, was? Sowas, aha, ja. Okay. Das, ich habe das nicht so gerne. Sie vor allen laufen Dingen, weg für Streit, ich, oder? Ich laufe überhaupt nicht weg, nein. Ah, nein, aber ich habe es ungern. Mhm. Ich habe deshalb gesagt, man merkt es vielleicht nicht, weil ich bin eigentlich relativ dezidiert. Aber ich habe es nicht gern, wenn man sich nicht einig ist. Das ist so ein Grundgefühl. Aber selbstverständlich kann ich mein Leben nicht führen, wenn ich mit allen einig sein will. Wenn ich sage harmoniesüchtig, würde man nie denken, dass Nein? es mit Musik zu tun hat. Nein. Aha. Es sei denn, ich würde, sagen wir, mit der Sprache spielen und sagen, ich bin Musiker und von daher harmoniesüchtig. Aber ich kann natürlich, was ist Harmonie? Ist Harmonie jetzt nur Konsonanz oder kann es auch Dissonanz sein? Es kann ja beides sein. Also von daher wäre es ein bisschen merkwürdig, wenn man das so bezeichnen würde. Ja, okay. Also wenn Sie reden jetzt ja schon von Kontravenier, vielleicht fangen wir damit an. Das Gedicht, können Sie vielleicht sagen, was genau Ihnen da so reizt? Nun muss man sagen, dieses Gedicht als Text ist ein bisschen früh auf die Menschen gekommen. Ich habe eigentlich gesagt, ich möchte gerne diesen Titel haben. Und jemand im Verlag hat diesen danach dann eigentlich das Gedicht, was ja sehr kurz ist, veröffentlicht. Das Gedicht sagt relativ drastisch, bleibt ihr bei euren Schweinen, die existieren, und ich bleibe bei meinen Göttern, die nicht existieren. Das ist ja eine ziemlich klare Aussage, die ist auch ziemlich interessant. Er sagt dann hinterher noch, wir bleiben Menschen der Uneinigkeit. Da sind wir bei diesem Wort wieder. Vielleicht können wir ein Fragment hören. Ich habe gebeten um einen Mitschnitt der Uraufführung.